Freunde, heute geht es um Kollegas Behauptung, wie wir aus dem System herauskommen und ich zeige euch, wie wir die Macht des Systems entziehen. Die Welt besteht aus... Wir können mehr erreichen, wenn du mir mit einem Abo und einem Gefällt mir zeigst, dass du dich auch für eine Systemänderung interessierst. Klick jetzt auf Kanal abonnieren unter diesem Video. Aus einer Gruppe von Konzernen. Sie unterliegt bestimmten Gesetzen, unwandelbaren Gesetzen der Wirtschaft. Die Welt ist ein Geschäft. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritte Welt. Es gibt nur ein einziges, großes System der Systeme. Es ist das internationale Währungssystem, das die Globalität des Lebens auf diesem Planeten bestimmt. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Heutzutage. Bevor ich anfange, möchte ich dir sagen, dass du dir auch meine letzten Videos anschauen solltest, besonders das Video über die Steuern. Schau es dir an, um die gesamten Hintergründe zu verstehen, weswegen man immer sagt, dass wir die modernen Sklaven sind, wie es auch Kollega gesagt hat. Man denkt hier zum Beispiel an alte Zivilisationen, wie eben zum Beispiel die Ureinwohner Amerikas, die Indianer, die im Einklang mit der Natur lebten, bei denen es zwar auch ein hierarchisches Stammessystem gab. Fangen wir mit dem Video an. Kollega sagt, dass die Ureinwohner, die Indianer, im Einklang mit der Natur gelebt haben. Was machen wir heute? Wir plündern die Natur aus, kaufen uns billiges Fleisch für 2 Euro pro Kilo und schlucken sämtliche Zuckerzusätze, Geschmacksverstärker, verschiedene chemische Stoffe wie Aspartam, synthetische Vitamine und sonst einem Schrott. Ich frage dich und beantworte die Frage ehrlich für dich selber. Wie viele in deiner Familie und in deinem Freundeskreis haben chronische Magen-Darm-Beschwerden, sind ständig übermüdet oder fühlen sich unwohl? Dieser ganze Scheiß hat leider zugenommen. Der Grund ist die Ernährung. So muss es auch sein. Es muss immer eine gewisse Hierarchie vorherrschen, damit eine Gruppe von Menschen überhaupt etwas bewegen kann. Denn es ist in der Natur des Menschen bedingt, dass der Großteil der Menschen eher folgsam sind und wenige Führer herausstechen. Die Schwächeren auszubeuten, sondern jeder bekam seine Rolle zugeteilt. Also der Stärkste im Stamm, der hat dann eben das Bison gejagt, der Schwächere hat dann eben ein paar Bären gesammelt. So. Ja, und da gab es dann einen Häuptling, der hat dann die Ansagen gemacht. So, das war alles noch wirklich vertretbar. So muss es auch sein. Kollega sagt, dass es eine Hierarchie geben muss. Und das ist richtig. Derjenige, der zu entscheiden hat, muss die Konsequenzen tragen, wenn die Entscheidung falsch war. Im alten Griechenland war es so geregelt, dass wenn ein neues Gesetz verabschiedet wurde und es sich zum Nachteil der Bürger entwickelt hat, wurde dieser Politiker bestraft. Es ging in den seltensten Fällen bis zur Todesstrafe. Das ist natürlich auch auf der Welt. Es gibt immer dann eine obere Schicht, die quasi die unteren Schichten ausbeutet, dirigiert, manipuliert, führt und die dummen Bauern ziehen dann mit. Insofern ist dieses Hafe-Omen heute einfach ein Symbol für die Gesellschaft in der heutigen Zeit, aber auch schon vor tausenden von Jahren, seit Anbeginn der Menschheit, war dieses System aktiv. Natürlich gab es immer mal wieder Ausbrecher in alten Zivilisationen. In der heutigen Zeit jedoch, ich sag mal seit den letzten 300, 400 Jahren ganz extrem, geht es jedoch auch dem Einzelnen, der indoktriniert wurde durch die oberen Schichten, durch Manipulation, durch Massenmedien etc., nur darum, das Lebensziel zu verfolgen, möglichst viel materiellen Reichtum anzuhäufen. Gleichzeitig muss der Mensch der heutigen Gesellschaft natürlich auch ums Überleben kämpfen, ne? Dass das Geld bis zum Monatsende reicht, dass man über die Runden kommt. Und das ist meistens sehr, sehr, sehr schwer, selbst mit einer guten Ausbildung oder einem Studium. Der Mensch kämpft ums Überleben und gleichzeitig will er reich werden. Was natürlich. Es gibt immer eine Oberschicht, die die Unterschicht ausbeutet und manipuliert. Wer das Geldsystem versteht, versteht auch, warum die Unterschicht und die Mittelschicht ausgebeutet wird. Denn das Geld ist nichts anderes als ein Schuldschein. Die Schulden des einen ist das Vermögen des anderen. Wenn du das begriffen hast, dass unser Geld ein Schuldschein ist, dann ist es deine Aufgabe herauszufinden, warum und an wem wir unsere Steuern zahlen. Schau dir mein Video zum Thema Steuern an und erfahre, wie unfassbar viel ein durchschnittlicher Bürger an Steuern zahlt. Folge hat, dass der Gedanke an Geld ihn den ganzen Tag über begleitet. Er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet. Er fragt sich, er kommt noch nicht mal dazu, sich die 5 Minuten Zeit zu nehmen, wofür arbeitet er überhaupt? Worauf arbeitet er hinaus? Der normale Arbeiter arbeitet so lange, dass er vielleicht am Ende seiner Arbeit noch 5 bis 10 Jahre hat, die er überhaupt lebt, bevor der Krebs auch eintritt, weil der Körper es erstmal runterfährt und die ganzen Krankheiten erstmal ausbrechen können, weil der Adrenalinspiegel sinkt. 5 bis 10 Jahre. Nur die wenigsten schaffen es natürlich, aus diesem Hamsterrad auszubrechen, durch viel Energie, durch viel Zeit, durch viel Einsatzdisziplin, eben sich finanziell unabhängig zu machen. Das schaffen die wenigsten und wenn, dann auch auf Kosten vieler Dinge,
die auch wichtig sind für die mentale Gesundheit. Ja, da kommt dann eben die Familie zu kurz oder andere Dinge, die auch von Belang sind einfach im Leben, weil man schafft es wirklich nur mit 100% Fokus über Jahre aus diesem Hamsterrad auszubrechen. So, das ist das Dilemma der heutigen Welt. Und all das basiert eben auf dieser pyramidalen Struktur, die wir heute vorherrschend haben, nicht nur im Westen bei uns, sondern mittlerweile auch im Fernen Osten. Im kommunistischen China ist es noch viel extremer sogar, was uns einfach zu Sklaven macht. Und das ohne es zu merken. Wir arbeiten und arbeiten bis zum Ende der Arbeitsjahre. Und dann erkranken wir an Krebs. So oder so ähnlich, sagt es Kollega. Das wäre der perfekte Fall für die Industrie. Denn mit der Chemotherapie kann man einige 100.000 Euro mit nur einem Patienten erwirtschaften. Für die Industrie ist es immer ein Vorteil, wenn wir nicht gesund sind, aber auch nicht sterben. Uns werden Medikamente verschrieben, die unsere Wehwehchen lindern sollen, aber die Ursache, die Wurzel, wird dabei außer Acht gelassen. Für den ein oder anderen Zuschauer mag es hart klingen, aber so sieht die Realität aus. Ich verrate euch noch eine Sache. Es ist nicht möglich, aus dem Hamsterrad zu entkommen. Denn dieses Hamsterrad wird von dir finanziert. Durch Zahlung der Steuern. Es kann sein, dass es dir gut geht, aber die Ausbeutung läuft weiter. Wie ich dir bereits erklärt habe, es ist nicht richtig, deine eigenen Wehwehchen zu lindern, sondern das Problem an der Wurzel zu packen. So, und das wiederum basiert alles auf unserem Geldsystem. Das Geldsystem ist die Ursache allen Übels, ja? Insbesondere der Zinseszins. Wer sich damit beschäftigt, der weiß, wovon ich rede. Wenn wir wieder einen Gegenwert zu dem Papiergeld schaffen, wenn wir verbieten, dass Banken unendlich Geld aus dem Nichts drucken können und Kredite vergeben, was der Ursprung der Inflation ist, dann können wir ein komplett neues Gesellschaftssystem aufbauen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie Geld aus dem Nichts entsteht. Kollege sagt, dass es die Banken wären, die die Schuld tragen. Aber die Schuld liegt bei uns. Wir nehmen Kredite für die sinnlosesten Dinge auf, um etwas zu kaufen, was wir eigentlich nicht brauchen. Teure Kleidung, das Auto, sonstige Dinge, die wir finanzieren. Wir sind schuld an dieser Situation. Wir wollen alle ein Haus kaufen oder bauen, aber die wenigsten verdienen so viel, um das Haus in 40 Jahren abzubezahlen. Und da liegt das Problem. Wenn wir dann einen Kredit aufnehmen für 30, 40 Jahre, dann machen wir uns zu modernen Sklaven. Es geht doch nur darum, den anderen zu zeigen, dass man etwas Besseres ist. Wie Kollege sagt, materiell Dinge zu kaufen, damit die Nachbarn oder Freunde beeindruckt gucken. Wir leben in einer Scheinwelt, in der alle alles haben wollen, aber niemand etwas besitzt. Das Geldsystem ist die Wurzel aller Übel. Das stimmt nicht. Denn wenn wir schuld daran sind, sinnlose Kredite aufzunehmen und selber von unseren Lebensversicherern mehr Zinsen verlangen, wie auch höhere Zinsen, wenn wir unser Geld bei der Bank anlegen, Festgeld, Tagesgeld, Bausparverträge etc., dann sind wir nichts Besseres als die Oberschicht. Ihr wollt doch billig. Billig Fleisch, billig Brot, billig Burger, billig Kleidung. Die Masse der Bürger in Deutschland ist es doch egal, wie die Dinge produziert werden. Hauptsache billig und es schmeckt. Das ist die knallharte Wahrheit. Die Industrie richtet sich nicht nach euch und nicht ihr an die Industrie. Für Menschen aus Bangladesch, China, Taiwan oder anderen Ländern seid ihr die Oberschicht. Es muss immer jemanden geben, den man ausbeutet, damit ihr eure Jeans oder T-Shirts für 5 Euro kaufen könnt. Die Natur und die Erde muss ausgebeutet werden, damit ihr bei einigen Supermarktketten das Fleisch für 2 Euro bekommt. Andere Länder müssen ausgebeutet und zerstört werden, damit du günstig Auto fahren kannst und dass dein Handy die wertvollen Edelmetalle hat, damit es überhaupt funktioniert. Es liegt nicht am Geldsystem, dass wir solche Probleme haben, sondern an dem Verhalten von jedem Einzelnen. Wenn du dich änderst, dann änderst du deine Umgebung automatisch mit. Natürlich zähle ich mich dazu und ich habe Dinge in meinem Leben verändert, die positive Auswirkungen hatten. Investiere in deine Gesundheit, finde heraus, wie dein Körper funktioniert. Lies Bücher zum Thema Ernährung. Geh in den Wald und lerne, wie die Wildkräuter aussehen und welche positiven Effekte sie für deine Gesundheit haben. Lerne so viel darüber, dass dir keiner mehr sagen muss, was du zu tun hast, wenn du diese oder jene Beschwerden hast. Eine andere Ernährung macht dich mental und körperlich stärker. Derzeit bist du ziemlich abhängig von den großen Supermarktketten. Deswegen ist es notwendig, sich davon zu trennen und den industriellen Müll aus deinem Körper zu befreien, damit dein Verstand freier und klarer wird. Vielleicht fragst du dich, was ich dafür in Müll erzähle. Aber glaube mir, befasse dich mit dem Thema.
Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Das System ist darauf aufgebaut, die gewisse Grundkenntnisse nicht beizubringen. Das System lässt sich nicht durch Kraft oder Gewalt zerstören. Wir müssen uns die Natur als Vorbild nehmen. Die Natur macht etwas Fantastisches. Wenn etwas in der verkehrten Richtung läuft, entzieht sie die Energie. Und das müssen wir auch machen. Wir müssen dem System die Energie entziehen, um es zu zerstören. Das schaffen wir nur, wenn wir selbstständiger werden. Die Ernährung ist der wichtigste Punkt, weil durch die Ernährung Milliarden an Euros verdient werden. Eine falsche Ernährung macht uns müde und krank. Wir taumeln quasi von Tag zu Tag. Und wenn wir von der Arbeit, Uni oder Schule kommen, sind wir so schlaff, dass wir nichts anderes tun können, außer die Fernbedienung in die Hand zu nehmen und herumzuseppen. Es wird uns gesagt, dass die Medizin total kompliziert ist und wir einen gewissen Schnitt von 1,0 erreichen müssen. Stellt euch vor, wenn wir in der Schule ein Fach mit Kräuter- oder Ernährungskunde hätten. Unsere Gesellschaft wäre gesünder, wacher und engagierter. Mein Motto lautet, fühle dich zu allem verbunden und alles Leid ist überwunden. Was heißt das? Das heißt, wenn du die anderen Menschen wie Familienmitglieder siehst, dann wirst du nicht mehr teure Schuhe aus China, Taiwan oder anderen Ländern kaufen, wo Menschen für 10 Euro im Monat arbeiten und ausgebeutet werden. Den Leuten geht es nicht gut, weil wir die Dinge konsumieren und alles billig haben möchten. Deswegen muss jemand für uns bluten. Leute, genauso ist es mit den Afrikanern und den Südamerikanern. Wir essen den Planeten auf. Die gesamten Ressourcen, die verschwendet werden, zum Beispiel Wasser. Für ein Kilo Fleisch benötigt man 20.000 Liter Wasser. Die ganzen CO2-Emissionen, denn das Fleisch wird über Schiffe und LKWs transportiert. Für die ganzen Produkte, wie Kleidung. Dahinter steckt eine Riesenmaschinerie. Wir müssen unser Konsumverhalten drastisch reduzieren und können damit den Menschen aus der anderen Hälfte der Erde helfen. Gleichzeitig sind die Abfallberge, damit meine ich jetzt nicht nur den Kot, den wir die ganze Zeit ausscheiden, unnötigerweise, der durch das reduzierte Konsumverhalten weniger wird, sondern auch die Berge an Verpackungsmüll, die ganzen Transporte auf Land oder im Wasser, alles was noch so anfällt. Die ganzen Gülleseen, die ganzen Chemikalien, die ganzen Felder mit Nitraten, die ganzen uranverseuchten Gewässer, die wir da alle produzieren, weil wir so viel Unnötiges essen. Wir essen die Erde auf und gleichzeitig essen wir uns zu Tode, weil die ganzen Produkte für uns schlecht sind. Und wir essen die Erde auf. Deswegen, Leute, wenn wir bewusster leben und unser Konsumverhalten reduzieren, erschaffen wir eine neue Welt und einen besseren Platz auf dieser Erde. Das ist der Weg, den ihr einschlagen müsst. Und jammert nicht rum und behauptet nicht, dass man als Einzelner nichts erreichen könnte. Denn genau du, wenn du deine Einstellung änderst, können wir vieles verändern. Das fängt bei dir an, das fängt bei uns an, das fängt bei mir an, das fängt bei dir an. Ja, jedes Hindernis, was das Schicksal dir in den Weg legt, das nimmst du und schmeißt es ihm zurück ins Gesicht. Das heißt, keine Ausreden, keine Entschuldigungen. Der Gewinner am Ende ist nicht der mit den besten Ausreden, sondern der trotzdem gemacht hat. Auch du, gerade du, die das siehst jetzt hier. Du kommst aus irgendeinem Dorf vielleicht. Junge, ich komme selber, Bruder, ich komme aus dem letzten Dorf, im Hunsrück. Ich bin durchmarschiert, deswegen vergiss diesen Gedanken. Ja, ich bin nur ein kleiner Fisch in diesem Ozean von 1000 Fischen. Nur eine kleine Ameise von vielen. Was soll ich schon erreichen? Nein, warum denn nicht du? Warum nicht? Du musst denken, du bist der Auserwählte, genau du. Sind die anderen besser als du oder was? Nein! Der Schlüssel zur Besserung ist die Ernährung. Macht es. Informiert euch. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Vertraut mir. Vertraut euch und ihr werdet Fortschritte erkennen, die ihr nicht für möglich gehalten hättet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ich bin durchmarschiert, deswegen vergiss diesen Gedanken. Ja, ich bin nur ein kleiner Fisch in diesem Ozean von 1000 Fischen. Nur eine kleine Ameise von vielen. Was soll ich schon erreichen? Nein, warum denn nicht du? Warum nicht? Du musst denken, du bist der Auserwählte, genau du. Sind die anderen besser als du oder was? Nein!